Na, mein Schatz, hast du alles? Nein, habe ich nicht. Oh, mein Schatz, bitte. Jetzt freu dich doch mal. Du gehst campen. Davon träumen sehr viele Mädchen in deinem Alter. Nee, lieber schlafe ich zu Hause, anstatt draußen bei Kälte. Und dann werde ich auch noch dreckig. Ach, glaub mir, sobald du in 2 Wochen zurückkommst, dann wirst du mit strahlendem Gesicht zu mir kommen und sagen, Mama, es hat so viel Spaß gemacht. Nope, genau das werde ich nicht sagen. Das verspreche ich dir. Ich und dein Papa hatten immer sehr viel Spaß beim Campen und das wirst du garantiert auch haben. Du wirst bestimmt eine sehr nette Freundin finden. Mama, ich sag's dir noch einmal, ich habe keine Lust auf Campen. Tja, da musst du leider jetzt durch, denn dein Papa ist gerade auf Geschäftsreise und ich gehe ab morgen auch auf Geschäftsreise. Ich weiß, leider. Na komm, Schatz, lass uns gehen. Eine Stunde später sind sie im Camp angekommen. Hallo, herzlich willkommen im Camp. Hallo, ich habe gar keine Lust und mir ist total langweilig. Sie meinte natürlich damit, dass sie sich sehr freut, hier im Camp zu sein. Alles klar, das freut mich wirklich. Okay, ich zeige dir jetzt das Camp und stell dir auch gleichzeitig alle Kinder vor. Ella, jetzt sei mal freundlich und nicht so arrogant. Was habe ich dir beigebracht? Ja, sorry, Mama, ich habe halt keine Lust. Was kann ich dafür? Blamier mich bitte nicht. Okay, na dann, verabschiede dich von deiner Mutter und dann kannst du gleich mitkommen. Tschüss, mein Schatz, ich werde dich so vermissen. Du wirst ganz sicher ganz viel Spaß in den 2 Wochen haben. Hab dich lieb. Tschüss, Mama, ich werde dich auch ganz doll vermissen. Ich hab dich auch lieb. Okay, jetzt musst du mir einfach nur folgen. Na gut, ich hab nur ein bisschen Angst, dass mich keiner mag. Ach, glaub mir, die sind alle nett und du bist auch ein sehr nettes Mädchen. Hallo Mädels, wir haben ein neues Mitglied in unserem Camp. Sie heißt Ella. Aha, Ella also. Gut zu wissen. Ich bitte euch, dass ihr Ella ganz liebevoll aufnimmt, denn momentan ist sie noch allein. Oh nee, ernsthaft? Ich habe so gar keine Lust. Anastasia, hör sofort auf, Ella zu beleidigen. Stell dir vor, sie würde sowas zu dir tun. Das würde Anastasia bestimmt nichts ausmachen. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben gar keine Lust, mit der abzuhängen. Genau, da hänge ich ja lieber mit meinen 2 besten Freunden ab. Denn das ist auf jeden Fall viel besser, als mit einer neuen abzuhängen. Bist du eklig? Wie kannst du nur die Ameisen in die Hand nehmen? Mir kommt alles hoch. Hör auf, so über Lizzie und Dizzy zu reden. Das lernt man hier im Camp. Aber, ups, du gehörst ja nicht dazu. Genau, Dizzy hat so recht. Jetzt hört sofort auf zu streiten, aber alle von euch. Komm mit, Ella, ich führe dich weiter hier im Camp herum. Okay, liebe Ella, du wirst ab heute in diesem grünen Zelt schlafen. Ich mag es aber nicht im Freien zu schlafen, dann krabbeln überall Tiere herum. Ja, da musst du jetzt leider durch, aber dort ist ein Moskitonetz drauf. Und außerdem sind wir doch alle bei dir. Gut, dann lasse ich dich mal in Ruhe auspacken und falls du noch Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Du weißt ja, wo du mich findest. Hi, wie heißt du? Mein Name ist Josephine, aber du kannst mich gerne Fine nennen. Boah, lass mich in Ruhe. Bestimmt bist du auch so eine Tussi wie die von vorhin und willst dich nur einschleimen. Nein, 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 da liegst du ganz falsch. Ich bin nett zu Leuten, die neu ins Camp kommen. Weißt du was? Ich wünsche mir so sehr, dass du meine Freundin wirst. Die anderen wollen leider nicht meine Freundin sein, weil ich ihnen zu uncool bin. Oh, meinst du das etwa ernst? Na klar, warum sollte ich dich denn anlügen? Stimmt, du hast recht, danke. Ich sollte jetzt meine Sachen auspacken. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Wie heißt du? Vielleicht, wenn du so lieb wärst, könntest du ein paar Sachen über dich erzählen. Ja, also mein Name ist Ella und Mama hat mich leider gezwungen, hier hinzugehen. Okay, also erstens schöner Name und zweitens, es wird dir hier noch gefallen. Das verspreche ich dir. Danke, das hoffe ich. Wenn du willst, kann ich dir noch mehr Sachen zeigen. Es gibt hier noch so viele Sachen zu erkunden. Oh, hallo Frau Feldmann, schön Sie zu sehen. Hallo Josephine. Oh, wer ist das denn neben dir? Das ist meine neue Freundin. Sie heißt Ella. Sie ist neu dazugekommen. Ach, na das ist ja mal schön. Mann, genug geplaudert. Ja, warum plötzlich so genervt?
Ich wollte mich doch nur kurz mit einer sehr netten Teamerin unterhalten. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust, mit einem Lehrerinnenliebling befreundet zu sein. Da gehe ich viel lieber zu den gemeinen Mädchen. Aber Ella, das ist wirklich fies, dass du so etwas zu deiner Freundin sagst. Danke, Frau Feldmann, aber das ist doch gar nicht schlimm. Ich verzeihe ihr. Nö, ich brauche dich nicht. Solange du mit Frau Feldmann befreundet bist, will ich dich nicht als Freundin. Oh nein, jetzt habe ich auch noch meine einzige Freundin verloren. Mann. Mach dir nichts draus, das wird schon. Ich habe zwar selber nicht verstanden, warum sie jetzt so sauer ist, aber hey, du schaffst das. Danke, ich hoffe, sie haben recht. Okay, bevor wir zusammen eine Aktivität machen, muss ich kurz noch durchzählen, ob alle da sind. Okay, Chiara. Moment, da fehlt doch noch eine. Wo ist Ella? Ach du meine Güte, sie war doch vorhin noch da. Josephine, weißt du irgendwas von ihr? Ja, sie wurde sauer auf mich, weil ich mit Frau Feldmann gesprochen habe und dann ist sie weggelaufen. Haha, da hast du sowas von Pech gehabt. Selbst die will nichts von dir. Ach du meine Güte, warum läuft ihr einfach weg? Darfst du nicht mal mit Frau Feldmann sprechen? Also übertreiben muss man auch nicht. Ja, ich weiß, aber ich muss wohl damit leben. Okay, okay, wir machen es so. Ich gehe sie suchen und ihr beschäftigt euch mit euch selbst. Josephine, was ist denn los? Ich muss mich jetzt beeilen, sonst wird es bald dunkel. Ich würde fragen, ob ich mitsuchen darf. Okay, darfst du, aber jetzt komm schnell. Wir haben Ella immer noch nicht gefunden. Wir wissen überhaupt nicht, wo sie ist. Ha, besser so. Niemand will sie sehen. Sag mal, geht's doch jetzt. Hör endlich auf, Ella so zu ärgern. Das geht echt nicht. Wisst ihr was? Ich muss jetzt einfach weitersuchen, bis ich sie gefunden habe. Und wenn ich sie nicht gefunden habe, dann muss ich leider die Polizei anrufen. Okay, diesmal suche ich nicht mit, denn ich habe einen riesigen Hunger. Und ich glaube, es lohnt sich nicht, wenn ich mitsuche. Ich habe sie voll abgehängt. Ich habe mir extra diese Taschenlampe mitgenommen, sonst stehe ich hier im Dunkeln. Ich komme und hole dich. Ah, wer war das? Ja. Okay, alles gut. Woher kommt verdammt nochmal diese Stimme? Auf jeden Fall aus dieser Richtung. Ich hab dich endlich. Sag Tschüss zu allen, die du kennst. Ach, bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Ich hab Ihnen noch gar nichts getan. Nö, kannst du vergessen. Tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Was mache ich jetzt? Warum muss mir da was gerechnet passieren? Oder warum bin ich überhaupt weggelaufen? Ich hole mir den nächsten. Wer war das gerade? Ich komme und hole die Nächsten. Jetzt kriege ich aber Angst. Ich glaube, ich wecke die Teamerin. Juliane, ich höre so eine gruselige Stimme. Bin schon wach, aber ich bin zu müde. Ich muss weiter schlafen. Gute Nacht. Was ist denn los? Ich habe dich schreien gehört. Hier läuft eine gruselige Gestalt herum, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin schon wach. Was ist denn passiert? Was ist denn so Schlimmes passiert, dass ihr mich aus dem Schlaf gerissen habt? Okay, alles wird gut. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach, wer da ist. Ja, Chiara, das ist eine gute Idee. Na kommt, hopp hopp, geht zu eurer Freundin. Okay, das ist jetzt übelst gruselig, der verfolgt uns. Hast du eine Idee, was wir machen können? Leute, seid ihr das? Ich bin hier gefangen. Okay, das ist jetzt mal zu viel für mich. War das gerade Ella? Ja, das hat sich genau nach ihr angehört. Sie steckt in der Höhle fest. Hab ich euch. Lassen Sie uns in Ruhe, bitte. Allein für das, was Sie mit Ella getan haben, war schlimm genug. Ja, genau. Wir flehen Sie an. Wir haben Ihnen noch gar nichts getan.
Ihr habt es nicht anders gewollt. Was können wir tun, damit sie aufhören? Wir tun wirklich alles, aber bitte lassen Sie uns in Ruhe. Wo bin ich? Warum ist es hell? Und warum bin ich auf der Bank und nicht in der Höhle eingesperrt? Hä? Oh, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Als ich weggelaufen bin, habe ich mich auf die Bank gesetzt und dann muss ich wohl eingeschlafen sein. Ob Fine immer noch meine Freundin sein will, nach dem, was ich getan habe? Das ergibt alles keinen Sinn, was ich geträumt habe. Da kam plötzlich ein Mörder und hat mich eingesperrt und dann hat es auch noch meine Freundinnen bzw. die Mädchen bedroht. Egal, am besten vergesse ich jetzt einfach den Traum. Wichtiger ist, dass ich mich bei Fine entschuldige. Okay, es wird schon nicht so schlimm sein. Ich schaff das. Ella, du bist da? Du Fine, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das, was ich vorhin getan habe, war wirklich echt dumm von mir. Ach, ich habe dir doch schon längst verzogen. Nur was ich nicht so toll fand, dass du so lange weg warst. Du bist wirklich eine so tolle Freundin, dass du mir verzeihst. Ach, jetzt komm, das war doch gar nicht so schlimm. Zwar hast du ein bisschen überreagiert, aber hey, gar nicht schlimm. Dankeschön, das ist wirklich so lieb von dir. Du brauchst dich nicht zu bedanken, wirklich. Du, weißt du was, als ich weggelaufen bin, habe ich mich auf eine Bank gesetzt und dann hatte ich den schlimmsten Traum ever. Oha, was für ein Traum denn? Ich habe geträumt, dass ein Mörder gekommen ist und mich in einer Höhle eingesperrt hat. Dann habe ich noch geträumt, dass der Mörder euch bedroht hat. Das war wirklich der allerschlimmste Albtraum, den ich je in meinem ganzen Leben hatte. Ach Gott, und dann? Warte, lass uns erstmal in eine Ecke, wo uns niemand zuhört. Denn die lauschen alle und das wollen wir nicht. Und weißt du was, der Mörder sah richtig gruselig aus. Ich hatte solche Panik gekriegt. Als ich dann vom Traum aufgewacht bin, da wusste ich erstmal gar nicht, wo ich bin. Es war nämlich hell, ich war auf einer Bank und ich habe einfach über diesen Albtraum nachgedacht. Oh je, das ist schlimm, aber zum Glück war das alles nur ein Traum. Ja, sonst hätte ich das alles nicht überlebt. Du hast so recht. Okay, lass uns jetzt zu den anderen gehen. Glaub mir, diese Aktion macht so viel Spaß. In der Aktivität müssen wir so viele Knochen wie möglich im Wasser sammeln. Wetten wir, ich sammle die meisten Knochen? Oh nein, Ella, du liegst ganz falsch, denn ich werde die meisten Knochen sammeln.